Zeug, was eh keiner auf einer Liste oder auf einem Radar hat, das scheiße ist, das muss man auch nicht vorstellen. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Kron. Setzt euch die Wikinger-Hörnerhelme auf und schenkt euch das Blut eurer Feinde in einem ausgehöhlten Schädel ein. Es ist wieder Wikingerzeit Mal im wieder. Namen Odins. Ja, es wikingert mal wieder von NSKN Games, Heidelberger Spieleverlag, Asmodee. Haben wir alle Clans aufgezählt? Ja, ich glaube schon. Das Ganze ist ein Spiel von Christoph Ziba und es ist für 2 bis 5 Spieler. Ab 14 wird es empfohlen und dauert 60 Minuten. Und ja, ich meine, Ist es relativ reiht sich klar, ein in ja. die Reihe wilder Wikinger-Spiele, die es in letzter Zeit auch gab. Und auch da wird Wikinger-Plünderspiele, geplündert und würde gebrandschatzt. Ich glaube, man kann hier keine Frauen jetzt als Geiseln nehmen, wie in diesem Nee, man hat selber Kriegerin. umstrittenen, weißt Die du noch? Gab es doch diesen Miniskandal. ja. Mini-Mini-Mini-Skandal mit den Nee. Frauen als Beutestücken Nee, in das waren die diesem. Walküre, die getötet wurden. Du dachtest, Nein, sie nein, würde nein, das. nein. Nein? Von Rebel. Das ist ganz. Das war Ah! schnell wieder weg. Das war auch, glaube ich, kein gutes Spiel. Ich weiß es gar nicht. Ich habe Nee, es nee, leider das nie habe ich gar nicht so gespielt. richtig mitgekriegt, ja. Wikinger heißt es einfach. Oder Vikings hieß es einfach. Die haben Rebel. einfach Frauen versklavt. Nee, Das ist da ja ein konntest du Skandal. halt als Belohnung beim Plündern, gab es halt auch die Tochter von dem Sowas gibt's Typen hier nicht. mitzunehmen. Sowas gibt's hier nicht. Was irgendwie, aber ich meine, ja, man kann darüber diskutieren, ob es nicht historisch korrekt ist oder nicht. Also ich meine, die Wikinger, die waren wild drauf. Ein Fest für Odin ist ein Strategiespiel, so ungefähr auf Kennerspielniveau. Thematisch ist es wirklich klassisch Wikinger. Das bedeutet, wir müssen Raubzüge machen. Um Raubzüge durchführen zu können, brauchen wir natürlich Wikinger, weil die Raubzüge bestimmte Anforderungen haben. Außerdem müssen wir uns Langschiffe besorgen, weil die zu plündernden Gebiete auch unterschiedlich weit weg sind. Also muss man gucken, ist unser Langschiff auch dafür gerüstet, dahin zu fahren. Außerdem können wir hier Anführer rekrutieren, die uns möglicherweise Boni geben. Wir brauchen auch einen Anführer, sonst können wir auch gar keinen Raubzug unternehmen. Und außerdem können wir noch unser Wikingerdorf ausrüsten, aufbauen mit Gebäuden, mit 5 verschiedenen Gebäuden. Jedes Gebäude können wir auch nur einmal bauen und die geben uns dann bestimmte Sonderfähigkeiten. Das Spiel wird dabei über so Handkarten gesteuert. Das ist relativ einfach. Auf diesen Handkarten sind einfach 2 Symbole immer drauf. Oben ein Wikinger-Symbol und unten ein Aktionssymbol. Und wir können, wenn wir dran sind, dann einfach beliebig viele Aktionen machen, wenn wir Karten ausspielen. Spiel ist vorbei, wenn hier alles leer geplündert wurde. Also da sieht man auch schon, darum geht's. Da kommen auch die meisten Punkte her. Und wenn der letzte Raubzug durch ist, dann wird einfach ausgezählt. Und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat natürlich gewonnen. Hier sieht man jetzt den Spielplan, das Spielmaterial so ein bisschen im Überblick. Ich lege jetzt hier noch das Tableau von einem Spieler hin. Das gehört natürlich eigentlich nicht auf den Spielplan, aber da hier so viel Platz ist, machen wir das einfach mal. Dann ist alles schön im Bild. Prinzipiell habe ich ja schon gesagt, hat jeder Spieler diese Handkarten hier, wo es eben dann diese Symbole gibt. Es gibt 3 verschiedene Wikinger-Symbole, die sind immer oben hier für Seefahrer, Krieger und Händler. Und unten sind Aktionssymbole hier für den Schiffbau, hier für den Gebäudebau. Und ich habe jetzt leider das andere Symbol nicht gezogen. Und hier hätten wir noch eine Karte hier für die Anführer. Und wenn man dran ist, kann man einfach beliebig viele Aktionen ausführen, bis man einfach nichts mehr machen kann. Dann passt man und dann ist der nächste Spieler dran. Eine Aktion, die man immer machen kann, ist, man kann eine Karte seiner Kartenhand hier mit dieser Auslage tauschen, weil man einfach sieht, ah, ich habe irgendwas nicht auf der Hand, was ich aber unbedingt brauche. Zum Beispiel eben jetzt gerade eben, wie gesehen hier, ich habe überhaupt keinen Helden. Dann könnte ich das jetzt hier einfach tauschen. Dann habe ich jetzt plötzlich eine Karte auf der Hand mit einem Heldensymbol. Eine mögliche Aktion ist dann, ich kann diese Wikinger-Figuren hier rekrutieren. Die brauche ich, wie gesagt, um die Anforderungen meiner Raubzüge zu erfüllen. Um Wikinger zu rekrutieren, gebe ich einfach Karten ab mit den entsprechenden Wikinger-Symbolen. Und zwar ist es so, gebe ich eine Karte ab, kann ich einen, in dem Fall blauen Wikinger, rekrutieren. Gebe ich 2 blaue ab, kann ich schon 3 Wikinger bekommen. Gebe ich 3 ab, sogar 6.
Und die nehme ich mir dann einfach hier von dieser Wikinger-Reserve. Wobei man jetzt hier auch gleich mal einhaken muss. Bisschen schade finde ich, dass auf diesem Spielplan ein bisschen wenig Informationen abgedruckt sind. Beziehungsweise ich habe jedenfalls nicht entdeckt, wo hier zum Beispiel einfach so eine Information steht, wie ich kriege hier halt 1, 3 oder 6. Hätte man ja hier irgendwie aufzeichnen können. In dem Fall nehme ich mir dann halt einfach hier diese 3 blauen und stelle sie hier in meine Wikinger-Reserve. Ich darf hier 12 Wikinger haben, es sei denn, ich habe hier noch ein Gebäude, was mir dann mehr erlaubt. Auch hier steht die Information leider nicht drauf, muss man halt einfach wissen, dürfen nur 12 Wikinger hier stehen, dann ist voll. Eine weitere mögliche Aktion wäre hier oben so einen Anführer anheuern. Das sieht man auch, das kostet mich hier halt 2 dieser Anführersymbole, hier dann 3 und hier sogar 4, bekomme aber hier auch gleich einen Siegpunkt geschenkt, wenn ich hier diese ganz teure Anführerin, die Gudrun, mir hier besorge. Anführer kann ich auch immer nur einen haben. Zum Beispiel, ich gebe jetzt hier diese 2 Symbole aus. Habe ich zwar jetzt nicht, aber wir tun es einfach mal so, als hätte ich das. Dann kann ich den Hakon hier rekrutieren. Dann tue ich den hier oben auf mein Tableau. Wie gesagt, das ist das Tableau, nicht verwirren lassen. Jetzt habe ich den als Anführer rekrutiert und könnte damit eben, jetzt habe ich Wikinger und einen Anführer, könnte auch auf Raubzug gehen. Auch hier, man kann halt nur einen Anführer haben. Diese Anführer haben meistens Raubzugfähigkeiten, die dann eben beim Raubzug auch zum Tragen kommen. Es gibt aber auch Anführer, wie zum Beispiel den Jarl, die haben eine besondere Aktion. Hier zum Beispiel ziehe 2 Aktionskarten vom Stapel, du erhältst 2 Siegpunkte. Das ist dann tatsächlich auch eine Aktion, die ich ausführen kann. Ich kann jetzt einfach sagen, ich habe jetzt diesen Anführer mir geholt, jetzt werde ich seine Aktion benutzen, dann bekomme ich eben das, was hier steht, und der geht eben auch wieder zurück, muss einen neuen anheuern. Ich kann ihn aber auch für einen Raubzug benutzen. Er hat einfach nur keine Raubzugfähigkeit. Dann kann ich mir unten ein Langschiff besorgen. Gibt es auch eine Auslage von 4 Stück. Brauche ich einfach 3 Langschiff-Symbole dazu. Dann kann ich mir hier eins aussuchen. Die haben eine bestimmte Reichweite. In dem Fall habe ich, das hat eine Reichweite und habe ich jetzt 3 mit 2. Es gibt aber auch noch welche mit Reichweite 3. Hier unten gibt es Siegpunkte. Falls dieses Schiff am Ende des Spiels noch in meinem Besitz ist, gibt es dafür einfach Siegpunkte. Und dann gibt es hier oben so Symbole. Das sind auch Symbole für den Raubzug. Ich mache es jetzt mal so und wieder den Hakon als Beispiel gleich für den Raubzug. Weil ich brauche eben auch ein Schiff, um einen Raubzug zu machen. Hatte ich natürlich gerade vergessen. Schiff, Wikinger und Anführer brauche ich halt einfach, um auf Raubzug zu gehen. Und das ist eben auch eine mögliche Aktion. Hier liegen die Sachen aus, die ich räubern kann. Und da geht es jetzt zunächst einmal hier um die Entfernung 1, 2 und 3. Ich habe jetzt nur ein Schiff mit Reichweite 2, kann ich natürlich das hier nicht erreichen. Ich könnte nur diese 4, hätte ich jetzt die Möglichkeit auszuräubern. Und dann gibt es hier natürlich noch die Anforderungen dieses Raubzugs und die muss ich jetzt entweder hier mit meinen Wikingern bezahlen oder erstmal mit meinen Wikingern. Aber ich habe tatsächlich auch noch Boni, zum Beispiel hier, der Hakon gibt mir auch noch so ein rotes Symbol. Also ich könnte zum Beispiel gucken, kann ich nicht vielleicht das hier machen? Ich habe 3 blaue, den roten hätte ich von meinem Anführer. Und ja, dann würden mir aber tatsächlich hier immer noch 2 Händler fehlen. Mein Schiff gibt mir auch noch hier einen roten, aber das passt jetzt nicht zusammen. Also da in dem Fall hätte ich dann schon noch mindestens mir vorher 2 graue holen müssen. Dann hätte ich zum Beispiel sagen können, ich räube hier Charmouth. Das kann ich machen. Oh, ich habe was vergessen. Hier unten sind nämlich auch noch so Variable. Hier brauche ich noch einen Händler mehr. Die wechseln noch so ein bisschen rum. Das sind so Plättchen, die das halt nochmal zusätzlich unterschiedlich teuer machen. Das heißt, ich bräuchte sogar 3 Händler hier. Dann kann ich das machen. Ich kriege auf jeden Fall auch diese Karte. Das Problem ist allerdings, mein Schiff ist quasi auf Raubzug, das ist einfach nicht zu Hause, deshalb wird es umgedreht und es bekommt, weil es einfach auf Raubzug war, auch einen Schaden. Ich muss diese ganzen Leute hier abgeben, die ich jetzt einfach wieder verbraucht habe. Auch der Anführer ist verbraucht, er hat aber hier noch eine Raubzugsfähigkeit. Für diesen Raubzug erhältst du ein Schiffs- und 2 Bausymbole, weil jetzt kommt noch ein Faktor. Ich habe es zwar auf jeden Fall geschafft, aber meine Mitspieler können jetzt noch mir den Raubzug ein bisschen verderben, weil jetzt können die Reihe um, können jetzt noch 3 Karten aus der Hand gespielt werden, von jedem Mitspieler eine. Ich nehme die jetzt mal vom Stapel, aber die können eben auch vom Mitspieler kommen. Dann werden hier 3 Karten gespielt und jetzt muss ich diese unteren Symbole, also die Aktionssymbole, noch bedienen können. Sonst bekomme ich Minus-Siegpunkte. Und das heißt, ich müsste jetzt von meiner Hand noch 2 Heldensymbole und ein Bausymbol ausspielen können. Zum Beispiel hier und das Bausymbol. Aber das Heldensymbol hätte ich jetzt zum Beispiel nicht. Dann würde ich tatsächlich, jetzt habe ich aber 2 geschafft, dann kriegt man, dann passiert nichts. Also hat man 0 auf 0, dann kriegt man einfach die Siegpunkte, die man einfach hier, die hier aufgedruckt waren. Hätte ich jetzt nur 1 geschafft,
dann würde ich minus einen Siegpunkt kriegen, gar keins minus zwei. Schaffe ich alle, kriege ich sogar einen Bonus-Siegpunkt. Und diese Raubzugsfähigkeit des Anführers, die hilft mir eben hier. Ich hätte das hier gar nicht gebraucht, weil hier mein Hakon auch sowieso mir schon zwei Bausymbole gibt, um das hier zu dem zu begegnen. Dann kann man sich natürlich noch hier Gebäude bauen. Dazu braucht man hier drei Bausymbole, um das zu machen. Da gibt es eben verschiedene Arten. Gasthäuser, Runenkreise, Werften, Haus des Jarls und dann gibt es noch Schmieden. Wobei es die alle dann auch noch unterschiedlich gibt, aber die haben halt alle ähnliche Effekte. Die Werft, die verbessert auf irgendeine Art meistens meine Schiffe. Ich kann zum Beispiel hier ein Langschiff zusätzlich besitzen, also zwei Langschiffe. Das kann ganz praktisch sein, dann ist eins unterwegs, kann immer noch weiter räubern. Hier beim Haus des Jahres haben alle meine Langschiffe eine zusätzliche Reichweite. Runenkreis habe ich plötzlich sieben Aktionskarten statt sechs. Habe ich einfach eine Karte mehr, kann ich natürlich auch dann entsprechend mehr machen. Und beim Gasthaus erhöht sich meine Kapazität von 12 auf 14 Wikinger. Außerdem kann ich nach einem Raubzug immer einen der eingesetzten Wikinger behalten. Also bei diesem Gasthaus, es gibt eben, wie gesagt, noch andere. Aber um so ein Haus bauen zu können, brauche ich auch noch Baumaterial. Das muss ich mir davor besorgt haben. Das sind hier diese Chips. Und es ist so leider auch hier nichts aufgedruckt, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber diese Baumaterial-Chips kosten immer so viele Bausymbole, wie ich Gebäude habe, plus eins. Also am Anfang habe ich noch kein Gebäude, dann kostet es mich einfach ein grünes Symbol als Aktion auch. Dann habe ich hier so einen Baumaterial-Chip, kann den hier hinlegen. Und als nächstes könnte ich jetzt diesen Baumaterial-Chips benutzen, um hier ein Gebäude mit drei grünen Symbolen zu bauen. Habe ich dann eben mehr Gebäude, wird dieses Baumaterial teurer. Das bedeutet einfach, es wird immer schwieriger, diese Gebäude zu errichten, sind aber halt auch von den Effekten relativ stark. Wenn ich einen Raubzug gemacht habe, dann ist mein Langschiff, wie gesagt, unterwegs. Ich muss es erst zurückholen, um es nochmal einsetzen zu können. Das kostet mich auch eine Aktion und da muss ich einfach zwei Schifffahrtssymbole bezahlen. Dann kann ich das hier wieder umdrehen, aber es hat, wie gesagt, hier einen Schaden. Das bleibt auch. Und wenn es so viel Schaden hat, wie es Reichweite besitzt, dann wäre es versenkt und wäre einfach auch kaputt. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, mein Langschiff wieder zu reparieren. Ich könnte wieder zwei Schiffssymbole ausgeben, um einen Schaden zu reparieren. Warum sollte ich das tun? Manche Langschiffe will man vielleicht lieber kaputt gehen lassen. Andere möchte man vielleicht lieber behalten. Zum Beispiel dieses Schiff hier, da kriege ich halt einen Siegpunkt für jedes Plündern. Also das ist nicht schlecht hier von den Anfang des Spiels. Wenn ich offen bin, den Plünder, kriege ich immer einen Siegpunkt extra. Aber es gibt halt auch Langschiffe wie das hier. Das gibt zwar keinen Bonus, aber am Ende des Spiels gibt es nochmal drei Siegpunkte. Also eine gute Strategie wäre zum Beispiel hier mit diesem Schiff hier erstmal gut plündern gehen während dem Spiel, dann kurz vor Spielende das kaputt gehen lassen und sich dann noch so ein Langschiff holen. Das gibt dann nochmal drei Punkte bei der Endabrechnung. Thematisch und vom Material das schönste Element des Spiels sicherlich die Anführerkarten. Wir können uns hier einfach nochmal ein paar angucken. Hier zum Beispiel die Gudrun als Raubzugsfähigkeit hat sie, falls dein Langschiff nicht zerstört wurde, zerstöre es nach deinem Raubzug, nimm dir kostenlos ein neues Langschiff aus der Schiffsauslage. Also sie zum Beispiel sehr gut, um solche Langschiffe dann auch loszuwerden. Gleichzeitig spart man eine Aktion, weil man gleich ein neues bekommt, muss man nicht kaufen. Ja, und muss man sagen, wirklich schön illustriert und auch abwechslungsreiche Spezialfähigkeiten. Teilweise auch wirklich interessant eben diese Fähigkeiten, die hier eigentlich nur Aktionen sind, wo man sich dann überlegt, benutze ich den überhaupt für einen Raubzug oder benutze ich einfach nur die Aktion. Und ja, hier kann man natürlich auch wirklich viele bekannte mythische Figuren auch wieder entdecken und das Artwork, das gefällt mir wirklich gut. Hier Odin ist sehr interessant, da kann man zum Beispiel ein Gebäude von meinem Spielertableau mit einem Gebäude des gleichen Typs von der Gebäudeauslage tauschen, weil sonst kriegt man, wenn man einmal ein Gebäude gebaut hat, das auch nicht wieder los. Also da muss man sich dann schon entscheiden, welches Wirtshaus baue ich, das was jetzt ausliegt, oder warte ich noch auf ein anderes, es sei denn, ich benutze einmal den guten Odin. Ja, im Namen Odins ist tatsächlich, wir haben da hinter den Kulissen auch schon ein bisschen drüber gesprochen, es ist eine schwierige Zeit für Wikinger-Spiele, was einfach daran liegt, dass es so viele Wikinger-Spiele gibt und auch so viele davon gut sind oder sogar sehr gut. Und im Namen Odins ist in meinen Augen gut, genau. Aber nur gut reicht es eben noch, um das, wie viele Wikinger-Spiele kaufen die Leute? Das ist ein cooles Spiel, es hat coole Sachen, es macht thematisch mit Sicherheit auch einiges richtig. Einiges aber auch nicht. Einiges aber vielleicht auch nicht. Da kannst du dann gleich nochmal ein bisschen Detail machen. Würde ich sagen zumindest. Es ist nur gut. Es ist nur gut. Ich würde sogar fast sagen, es ist vielleicht sogar nur solide. Also, und selbst da gibt es vielleicht ein,
zwei Punkte. Ich will das Positive sagen. Ich möchte erstmal das Positive sagen. Ja. Und zwar, man braucht diesmal kein Studium, kein Extra-Studium, um die Anleitung zu lesen. Nicht, dass die Anleitung diesmal besonders gut wäre, nee, aber ich sage, bei Mistfall, ich an die Grenzen meines Anleitungslesekönnens gestoßen. Und Das Spiel ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Allerdings muss ich sagen, ist die Anleitung auch nicht perfekt. Also ich weiß nicht, das wissen wir halt tatsächlich nicht. Liegt es jetzt an der Übersetzung oder lag es an der SKN? In der deutschen Anleitung sind so ein paar krude Sachen. Da sind zum Beispiel oder Google Translate. Ja, da werden halt so die einzelnen Aktionsmöglichkeiten aufgelistet und dann ist plötzlich nach 8. kommt 10. und 9. gibt es gar nicht. Und so. Also es ist so ein bisschen seltsam. Da weiß man nicht so recht, war das einfach nur eine Typo oder warum ist es so? Es ist nicht so schlimm, weil das Spiel ist nicht so kompliziert. Man kriegt es trotzdem irgendwie alles raus und es macht auch irgendwie alles Sinn. Ich muss auch was Positives sagen. Ja, thematisch finde ich die Karten ganz nett. Also sowohl die, also vor allem diese Anführerkarten, ja, die sind sehr schön illustriert und auch so diese ganzen, also hübsch aussehen. Ja, man hat natürlich dann auch wieder alle die Sachen drin, die man halt aus der Mythologie kennt und irgendwie wird auch versucht, so ein bisschen, was die Effekte dieser Sachen angeht, auch ein bisschen drauf einzugehen. Diese Sachen mit den Gebäuden finde ich auch ganz schön. Das ist auch irgendwie nett. Man baut ja so sein Wikinger-Dorf. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel, dass man dass immer schwieriger wird, diese Gebäude zu bauen. Man braucht ja immer mehr Ressourcen, um diese komischen Bauplättchen oder das ist ja eigentlich das Baumaterial thematisch zu bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht warum. Weil dieses mit den Gebäuden ist das wo wir eigentlich voranschreiten und wo wir dem Spielende entgegenkommen und wo wir besser werden. Und es wird immer schwieriger, je länger es dauert. Und das zögert das Spiel einfach nur raus. Und ich muss einfach zum Zwischenschritt, ich muss halt erst mir ein Bauplättchen holen, dann kann ich bauen. Das Bauplättchen wird immer teurer, je mehr ich schon gebaut habe. Ich weiß nicht so recht, warum. Ich verstehe nicht, warum es diese Bauplättchen gibt. Ich würde einfach sagen, hast du die Sachen zum Bauen, dann baust du. Das verstehe ich nicht. Das ist auch ein bisschen schade, das hast du ja auch schon gesagt, eigentlich ist es ja wesentlich unkomplizierter als das letzte NSKN-Spiel neben Überwalzkühe. Was ich sehr, sehr gut finde, ja, obwohl es sehr kompliziert ist. Aber dann hat es halt doch an der Stelle mit den Bauen und so ein paar Kniffe, die fast wieder so, also da fragt man sich halt überhaupt, wo man sich dann irgendwie auch was, ja, irgendwie einen Planungsfehler begehen kann. Ja. Und das finde ich ist dann wieder schade, weil entweder macht man, okay, hey, hier ein wildes Wikinger-Spiel, wilde Schachtel, wild aus, wird geplündert, aber hey, das kannst du echt, das Familienspiel, das kannst du jetzt mit allen spielen oder halt dann doch, ja. Naja, also es ist kein Familienspiel, definitiv nicht. Es ist ja nicht so, dass nicht noch ein Slot im Wikinger-Spielebereich zu füllen wäre, denn all die tollen Spiele sind toll aus, die allen tollen Wikinger-Spiele haben einen bestimmten Aspekt, der da toll ist, weswegen sie toll sind, aber so dieses Spiel, wo ich mir so ein episches Aufbauding, wo ich dann auf Raubzüge gehe. Es könnte das so gar nicht. Es könnte, hätte das thematisch bessere Räuber der Nordsee sein können. Dafür ist es aber einfach mechanisch, finde ich, nicht gut genug. Eine Sache, die mich auch stört, ist, muss ich sagen, ist, wir haben ja diese Ziele, die wir plündern und die werden ja dann so nach Entfernung ausgelegt und das stimmt halt überhaupt nicht. Also der Spielplan suggeriert zwar irgendwie so die Entfernung, als wäre das da so irgendwie so die Linien, wie weit es jeweils weg ist. Trotzdem kann es einfach sein, dass je weit weg quasi von Norwegen oder sowas, wo die Wikinger herkommen, aber egal, ist Zufall, wo die Karte Nordengland dann hingelegt wird. Egal, und ist dann entweder nah dran oder weit weg. Also, das ist auch sowas, wo ich denke, irgendwie passt es nicht so recht zusammen, Thema und Mechanik. Es klingt jetzt alles sehr hart, man muss schon sagen, im Namen Odins ist auch wirklich kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Spiel, das funktioniert auch. Es funktioniert, es funktioniert, es ist halt einfach nur, wir müssen diese Sachen nennen, finde ich, weil eben es so gute andere Spiele gibt. Und sag mal ein paar. Ja, ich würde sagen, Räuber der Nordsee, definitiv meiner auch drüber. Fest für Odin, für die Experten, auf jeden Fall drüber. Gibt's noch eins? Blood Rage, ist natürlich sowieso, irgendwie also schwebt über allem. Gibt's mindestens, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was euch noch einfällt. Es gibt noch ein paar Wikinger-Spiele und aber wenn man die alle hat oder aus bestimmten Gründen nicht mag, dann heißt das jetzt nicht, dass bei allen, was wir sagen, hey, spielt mal Probe und so. Es gibt kann man auch durchaus positive Kommentare und Laune. Bei mir ist es auch so, ich hatte schon Spaß. Ich finde das auch mit den Schiffen zum Beispiel ganz cool, dass die dann zurückkommen, muss sie reparieren und man kann da ein bisschen so gucken und so. Das ist schon cool, aber irgendwie zündet es halt nicht endgültig. Ja, es ist tatsächlich würde ich auch dann eher ein anderes Wikinger-Spiel an vorderer Stelle wieder aus dem Regal ziehen und sagen, komm, lass doch nochmal ein Fest für Odin spielen, lass doch nochmal Räuber der Nordsee spielen oder natürlich Blood Rage, du hast die drei auch schon genannt. Aber es ist ja, ich hatte tatsächlich auch, ich habe natürlich
Nebel für Valskyr war ich innerlich tatsächlich, okay, war ich schon drauf eingestellt, jetzt kommt wieder so ein, jetzt kommt Nebel für Valskyr. Hast du erstmal so ein paar Aspirin reingeworfen, genau, so jetzt, okay. Jetzt bin ich puh. Bereit. So, und, ja. Und dann hat es mich schon auch positiv überrascht, dass es mir keine Kopfschmerzen bereitet hat. Ja, ja. Also Regelkopfschmerzen meine ich. Ja. Ich weiß nicht, das ist schon fast wieder so ein bisschen philosophisch, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was mir auch irgendwie nicht so richtig gut gefällt, aber das hat jetzt gar nichts direkt mit dem Spiel zu tun, sondern irgendwie nur so generell. Ich mag es irgendwie bei so etwas komplexeren Spielen nicht, dass ich dann das Spiel nur mit Karten steuere, die irgendwie ein paar Farben haben. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Das finde ich ist mir dann wieder zu unthematisch. Weil das Spiel wird ja letztendlich nur mit Karten gesteuert, die einfach zwei Farben haben. Es könnte auch ein Skatblatt sein. Das ist aber auch das Zugängliche daran. Ja, das ist auch das Zugängliche daran. Das ist aber eben das, was hier auch, finde ich, nicht so richtig im. Die Karten und so, das ist eigentlich sehr zugänglich. Trotzdem ist es von dem ganzen Zeug, was da passiert, auf jeden Fall ein Kennerspiel, würde ich sagen. Aber da hätte ich mir dann halt wiederum komplexere Karten gewünscht, die irgendwie auch vielleicht thematischer sind oder doch ein Worker-Placement-Mechanismus oder so. Also irgendwie, ihr merkt schon, bei mir knirscht es da so ein bisschen. Aber ich finde auch, grundsätzlich kann man jetzt trotzdem nicht sagen. Ich kein Problem. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran ich das so genau festmachen kann. Es war irgendwie, es ist gut, aber es ist halt auch nicht aufsehenserregend. Und ich erwarte, wenn man an Odins Tafel speist und mit Wikingern, wenn man das hier sieht, dann erlebt, dass da mehr Geschichte zurückbleibt. Wenn wir da mal wieder über Geschichten erzählen und spielen sind, da kann man wirklich, es bietet sich so an und tatsächlich sind zwei der drei besseren Wikinger-Spiele, die wir jetzt genannt haben, ja im Thematischen auch nicht die Raffinesse vom Eis, sondern funktionieren halt mechanisch absolut brillant. Und da hatte ich tatsächlich hier die Erwartung, vielleicht auch wegen Mist vor, dass es jetzt hier mich, dass es eben so ein Storytelling im Namen Odins war und vielleicht war das auch der falsche Kopf, mit dem ich mich an die Tafel rangesetzt habe. Und jemand, der weiß, was er kriegt oder so, sagt, ja klar, ich finde genau alles, was ich jetzt sage, ja super, keine Kartentexte, zwei Symbole auf den Karten, perfekt. Ja, das ist ja gerade auch vielleicht wieder schön, aber ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung und dann, wie du sagst, diese hohe Wikinger-Spielschwelle, da ist es schwierig, dauerhaft in meinem ohnehin ramponierten Gedächtnis. Also ich sag mal so, in den 10 besten Wikinger-Spielen hätte es vielleicht auf den etwas hinteren Plätzen durchaus noch eine Chance, weil so viele Wikinger-Spiele gibt es dann ja auch nicht und es ist immer noch solide und schön und irgendwie so, ja. Aber jetzt insgesamt ist es dann halt, wie viele gute Wikinger-Spiele braucht man? Gibt halt sehr viele gute. Naram Odins. Ein gutes, solides Spiel, was man nicht haben muss, in meinen Augen. Aber gut, das war unsere Rezension davon. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich meine, es ist auch ein Kickstarter gewesen. Also, wenn es Fans gibt von dem Spiel, würde mich auch interessieren. Belehrt uns eines Besseren. Seht ihr das nicht so? Findet ihr das, aus welchen Gründen auch immer, doch ein sehr gutes Spiel? Ja, ich finde es gut. Ich finde es nur nicht sehr gut. Ja, genau, aber schreibt gerne in die Kommentare, was sind eure Erwartungen. Das übrigens, weil wir kriegen ja immer wieder so die Frage, jetzt rezensiert doch auch mal was ihr nicht so toll findet und so weiter. Das könnte man sicher dazu zählen. Oft sagen wir dann immer so, ja, die Sachen, die wir nicht so toll finden, die spielen wir gar nicht oder die machen wir uns jetzt nicht die Mühe zu rezensieren. In dem Fall ist aber so, dass zum Beispiel auch viele Patrons haben sich das durchaus auch gewünscht. Also ich glaube, es war Platz 2 letztes Monat oder sowas. Also, wir haben einige Sachen inzwischen gemacht, die wirklich gut. Also es ist dann, sagen wir, wenn ich finde, man muss irgendwie Zeug, was eh keiner auf einer Liste oder auf einem Radar hat, das scheiße ist, das muss man auch nicht vorstellen. Nee. Aber Sachen, die halt irgendwie, die man selber auf dem Zettel hatte oder die und dazu gehört das definitiv. Dazu gehört das definitiv. Ja. Und das gehört jetzt überhaupt nicht dazu. Das Gegenteil, das ist überhaupt kein schlechtes Spiel. Es war jetzt nur, sind wir philosophisch jetzt kurz an den Punkt gekommen, darüber mal zu sprechen, wie das zu der Auswahl zustande kommt. Warum bespricht der Kron dann Chariot Race, wenn er es nicht mag? Ja, weil ich große Erwartungen hatte, weil ich mich richtig drauf Matt gefreut Leacock, hatte. Hallo? Und Matt Lee und all diese Sachen. Und dann passiert sowas halt auch. Aber wenn wir irgendwie Sachen, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, die landen auf dem Spieltisch und die gefallen uns gar nicht und keiner fragt auch danach, dann
berichten wir halt auch nicht drüber, ja. Weil das dann haben wir, es gibt immer noch so viele tolle Spiele. Ja. Immer die noch Listen keine sind immer noch so lang von Sachen, wo und wir denken so. Galactica-Rezension. Ja, ja. Wir könnten natürlich auch Sachen machen, dann, die uns einfach wenn uns die guten neuen Spiele haben. Ausgehen würden, hätten wir noch genug ältere, die wir immer noch nicht gemacht haben. Also von daher, ja, aber das ist jetzt, nur so generell soll jetzt dazu. Soll auch nicht zu hart hier wegkommen. Also ich glaube wirklich, also wenn man natürlich ganz großer Wikinger-Fan ist und sagt, ich kann da gar nicht den Hals von genug voll bekommen, dann schaut es euch auf jeden Fall trotzdem irgendwie an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ja. Ansonsten sagen wir tschüss, danke fürs Unterstützen und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.